Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Veto. Dies ist heute eine besondere Veto-Folge, nämlich meine letzte. Ja, ich habe mir gedacht, es ist langsam mal Zeit, das Zepter zu übergeben. Nach 88 Folgen, die ich gemacht habe, mit vielen interessanten Gästen, vielen interessanten Gesprächen, glaube ich, tut es dem Format mal ganz gut, frischen Wind hineinzubringen. Wobei, ja, frischer Wind durchaus mit jemandem, der sehr viel Erfahrung mitbringt. Er war im Deutschen Bundestag, er ist in der Politik also sehr aktiv gewesen, auch ein Stück weit immer noch. Er ist aber auch Zahnarzt, er ist Anwalt, er ist Schauspieler, er ist Kabarettist. Also, dass das alles in ein Leben passt, unfassbar. Wieland Schinnenburg, herzlich willkommen. Ja, hallo. Und künftig der Moderator von Veto. Das ja, ich freue mich drauf. Das wird manche wahrscheinlich schon überraschen, dass das jetzt so hier verkündet wird. Ja, wenn du jetzt diese Sendung hier künftig machen wirst, dann wirst du natürlich aus Sicht eines Liberalen sozusagen diese Sendung machen. Deswegen haben wir das ja auch ganz transparent hier gemacht. Das wäre ja auch Quatsch, das kann ja jeder sofort googeln, weil das ist ja kein Geheimnis. Das heißt, wie hast du dir überlegt, das anzulegen? Also, wir haben schon ein paar Themen schon mal miteinander besprochen. Das werden wir dann demnächst natürlich kommunizieren, wenn es soweit ist. Man soll ja nicht über ungelegte Eier reden, aber hast du dir schon mal überlegt, wie du diese Sendung gestalten wirst? Also im Prinzip so, wie du es auch gemacht hast. Ich habe ja einige Folgen mir angeguckt. Ja. Für mich ist die Motivation, das zu machen, eigentlich ein bisschen so aus eigener Sicht. Nach dem Motto, ich wurde selber so oft interviewt. Mal gucken, wie die andere Seite ist. Nicht als Interviewter will mir das eine oder andere ja nicht verraten. Ja. Und als Interviewer will man genau das aus ihm natürlich herauskitzeln. Ja. Also mein Ziel wird dann sein, aus Leuten was herauszukitzeln, was sie eigentlich verstecken wollen. Mhm. Und zum anderen, ich glaube, das größte Problem unserer Gesellschaft ist doch die mangelnde Diskussionskultur. Mhm. Also die einen sitzen in ihrer Blase, es gibt die linke Blase, die rechte Blase, die Öko-Blase, weiß ich, was für Blase noch alles gibt. Mhm. Und man neigt immer mehr dazu, Meinungen dadurch abzuqualifizieren, nicht weil die Meinung falsch ist, sondern weil sie von einem bestimmten Menschen kommt. Ja. Also ich möchte gerne einen Beitrag dazu leisten, dass man mal intensiver, nicht nur in 30 Sekunden, sondern eben was länger, über ein Thema diskutiert und mit sich meine Meinung anhört und gerne die dann nicht teilt, aber sie nicht deshalb abwertet, weil sie von einem bestimmten kommt. Ja. Also unsere Gesellschaft leidet sehr unter einer mangelnden Diskussionskultur. Mhm. Und vielleicht kann ich da einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass Menschen eben nicht Kurzstatements produzieren, was ich jahrzehntelang trainiert habe, ne? 30-Sekunden-Statements im Fernsehen oder so, das kann ich. Aber das sind natürlich nur drei Sätze. Und diese Sendung bietet ja nur wirklich an, dass ein oder maximal zwei Personen sich sehr intensiv austauschen, was auch der Unterschied ist zu Sendungen im, in Anführungsstrichen, großen Fernsehen, wo dann fünf, sechs Leute sind, die aufeinander einschlagen, das machen, Unterhaltungswert haben, trägt relativ wenig zur Debattenkultur bei. Und ich glaube, dass dieses Veto geeignet ist, intensiv über was nachzudenken, Menschen, auch Politiker oder andere Menschen, müssen nicht nur Politiker sein, genauer kennenzulernen, deren Standpunkt genau kennenzulernen und den auch zu hinterfragen. Also habe ich ja die große Hoffnung, dass ich einen kleinen Beitrag leisten kann zur Diskussionskultur in Deutschland. Die müssen wir dringend verbessern. Mhm. Wo wären deine Grenzen, was die Gäste angeht? Also würdest du auch jemanden von der AfD zum Beispiel einladen? Ja, da müsste ich sehr über meinen Schatten springen. Also eher nicht, aber eigentlich, wenn es zu einem konkreten Thema, ich möchte auf keinen Fall weder der AfD noch irgendwelchen Linksradikalen ein Forum bieten, dass sie also hemmungslos da ihre Thesen verbreiten können, die nur wirklich, ja, aus meiner Sicht gesellschaftsschädlich sind. Mhm. Das muss man im Einzelfall sehen. Wenn es also ein Thema geben kann, wo man sicher sein kann, dass es, dass man ihn auch einhegen kann, dann können wir darüber nachdenken, aber das müssten wir beide auch mal in aller Ruhe überlegen. Ja, klar. Also das würde ich, ich sage nicht ein totales Nein, aber ist, ich möchte mich nicht so am Tisch festhalten bei dem Gedanken. Ja, das ist also, gut, aber zur Freiheit bei diesem Sender gehört eben auch, dass du das natürlich selbst entscheiden kannst und ich dir nicht als Geschäftsführer da reinrede. Das ja, aber, das, aber da, also da gibt es ein Grundprinzip, also vier Augen sehen mehr als zwei. Das ist richtig, und umgekehrt, wie ich auch immer sagen würde, pass mal auf, das war jetzt nicht so gut oder so, was du da gemacht hast und das möchte ich umgekehrt auch machen. Ja, da, gut, das schon, natürlich. Das, also aber das kommt ja auch von den Zuschauern, ganz automatisch. Genau. Also da wirst du schon, das wirst du schon mitkriegen. Ja, da bin ich gewöhnt. Also ich weiß nicht, wenn manche Dinge, die ich produziert habe, die kamen dann so 500 Kommentare dazu, das gehört dazu, das ist ja in Ordnung. Ja, man, ja, dann, man dann, wenn man sich, ich möchte nicht lesen, oh, der FDP-Typ hat schon wieder Mist erzählt, sondern der Schinnenburg hat Mist erzählt, weil, das höre ich mir gerne an, natürlich. Lese ich gerne. Ne? Ja, ja.
Ja, das mit dem der Formulierung Bühne bieten, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich auch etwas, was mir durchaus hier und da mal vorgeworfen wurde. Ich habe in dieser Sendung eben auch durchaus umstrittenere Leute auch zu Gast gehabt. Und da kam dann eben der Vorwurf, warum wird denen eine Bühne geboten oder im Forum geboten? Also ich glaube, dass ich das nicht gemacht habe, weil wenn ich denjenigen kritisch befrage, dann biete ich ihm ja keine Bühne. Gut, natürlich kann man immer sagen, naja, der hat sich denn so herauslaviert irgendwie, du hast ihn nicht geknackt bekommen. Das ist ein Vorwurf, den kann man vielleicht denn bringen. Aber sollte man es denn lieber sein lassen oder sollte man es zumindest versuchen? Also für mich wäre die Grenze da, wenn ich bei dieser Person, das würden wir dann jedenfalls ja vorher mal angucken, was er da vorher so von sich geben, wenn man da befürchten muss, dass er eigentlich gar keine sachliche Argumentation bringt, sondern nur üble Parolen. So jemand braucht man nicht einzuladen. Wenn ich aber die Chance, oder Verschwörungstheorien. Oder Verschwörungstheorien, ja. Ja, die auch, die kann man ja machen, die aber, wo er auch gar nicht in der Lage ist, die noch irgendwie angemessen zu verteidigen. Also er kann gerne auch eine Verschwörungstheorie hier bringen, aber es muss möglich sein, die zu widerlegen oder zumindest in Frage zu stellen. Und er muss dann nicht einfach zumachen, sondern muss dann auch darauf antworten können. Also wenn ich eine Person überlege, die einzuladen und kriege von der einfach nur allerprimitivste Parolen und keine Fähigkeit, auf Argumente zu reagieren, dann brauche ich den hier nicht. Weil ich möchte gerade Diskussionskultur, ich möchte gerade mit ihm diskutieren. Er kann ja gerne seine Meinung bringen, das soll er sogar. Und ich würde dann nicht meine Meinung dagegen stellen, das ist nicht meine Aufgabe, aber ihm mit kritischen Fragen halt zu kommen. Und wenn er die dann parieren kann, fundiert parieren kann, ist ja in Ordnung. Wenn aber dann wieder nur Parolen kommen, dann ist auch nicht Sinn der Sendung, ja? Einfach nur Parolen abzusondern, das ist nicht Sinn von Veto. Klar, wobei, wenn er nur Parolen absondert, das bei den Zuschauern dann auch durchaus registriert wird. Ja, natürlich. Und das finde ich immer so interessant, dass dann auch Zuschauer mal gesagt haben, ja, hast du denn nicht gesehen, dass der sich da selber sozusagen entlarvt hat? Ich sage, natürlich habe ich es gesehen und ihr habt es ja gemerkt, dass er sich entlarvt hat. Also bitte, dann habe ich doch eine gute Arbeit geleistet. Also die Erwartungen sind manchmal sehr groß, nach dem Motto, als wenn derjenige hier jammernd die Sendung verlässt, oh, ich gebe zu, sie haben mich entlarvt, jetzt gehe ich nach Hause. Das wird man nicht hören. Nee, das ist ja unrealistisch. Das habe ich bei der Schauspielerei jetzt gelernt. Also das muss man wirklich lernen. Publikum kriegt mehr mit, als man denkt. Das wird im Schauspieltraining auch gemacht, dass man also... das berühmte innere Spiel nennt sich das, oder innere Monolog, nicht? Also ich von meinem Geist, ich gehe was ab und das verstehen Menschen. Mhm. Ja, das ist also, habe ich jetzt durch die Schauspielerei erst eigentlich richtig kennengelernt. Ich war eigentlich immer der Meinung, man muss jedes Argument sachlich, wörtlich bringen. Muss man gar nicht. Die Menschen registrieren das, dauert ein paar Sekunden, ja, aber dann kriegen sie das mit. Ja. Ja, nichtsdestotrotz, die für mich interessantesten Sendungen waren in der Tat die, die ich mit sehr klugen Menschen gemacht habe. Mit Professor Manfred Spitzer, der über die ganze Gefahr der Digitalisierung Bücher geschrieben hat und die Verdummung der Gesellschaft dadurch und so weiter, fand ich hochspannend. Oder der Dr. Asarate, ein äthiopischer Prinz, der hier in Deutschland seit vielen Jahrzehnten lebt, tolle Bücher geschrieben hat, war eine tolle Sendung mit dem. Aber die quotenmäßig erfolgreichsten, sage ich mal so, waren tatsächlich eher die mit umstrittenen Leuten. Also mit Abstand erfolgreichste Sendung war die mit Ken Jebsen. Also das ist also Wahnsinn, was das für Leute sich da an Zahlen angeschaut haben. Und das ist ja auch schon ein bisschen irre, ne? Dass denn sozusagen solche Sendungen denn am besten ankommen und die meisten Leute anziehen, ne? Also da muss man dann sozusagen immer zwischen Anspruch und Quote, sage ich mal, so ein bisschen den schmalen Grat irgendwie hinbekommen. Das ist so, aber das ist eigentlich überall so. Ja, also das ist irgendwie komplexe politische Argumentationen sind nichts für die Mehrheit. Das habe ich schon vor 20 Jahren in der Bürgerschaft gelernt. Lange, 10-minütige, komplexe, fundierte Auseinandersetzung mit einem Problem und dann am Ende ein, zwei Sprüche. Im Fernsehen liefen nur diese ein, zwei Sprüche. Keine, das ist so. Das gehört dazu. Aber wir wollen dann, ist doch gut, wenn man auf diese Weise Interesse weckt, aber dann auch inhaltlich was transportieren kann. Dann ist, finde ich, der Zweck erzielt. Nicht? Also ein 20-seitiges Essay über irgendwas wird von wenigen gelesen. Ja, wenn man eben, über die knackige Überschrift dazu führt, dass man ein 2-seitiges Essay liest, dann finde ich, ist es keine schlechte Sache.